Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Subsistence. Gott, das sieht mal komisch aus. Ich hab grad Decke und Schal um. Schön, dass ihr da seid. Wir haben das Staffelziel, was ich mir so spontan gesetzt habe, erreicht. Heißt, wir befinden uns jetzt tatsächlich mal im Endspurt. Und mit Endspurt meine ich, ich habe noch mal Bock auf eine Lithium-Tour. Ich find's relativ gemütlich und entspannter, hinterher mal rumzugucken. Würde mir allerdings auch direkt noch mal die Sachen mitnehmen, die wir brauchen, um, ja, täglich grüßt das Murmeltier bei den Jägern zu spielen. Das heißt, ich mache mir jetzt noch mal einen Molly. Genau, 1, 2. Werde mir noch mal 3 Alkohol mehr machen. Also noch. Boah, okay. Das ist jetzt natürlich richtig übel, hier mit Kartoffeln. Da merkt man gerade, dass es richtig reinhaut. Ich habe jetzt einmal Tomaten ernten können, seit ich wieder zu Hause bin. Habe auch direkt wieder neu angebaut. Aber sonst ist ja auch nicht viel Spannendes passiert. Gegenangriffe hatte ich ausgeschaltet das letzte Mal tatsächlich schon, so wie ich angekündigt hatte. Da ich ja auch irgendwie davon ausging, etwas täglicher die Leute zu überfallen. Obwohl sich das spontan wieder erledigt hatte, habe ich das trotzdem einmal abgeschaltet gehabt. Entsprechend können wir heute ganz gemütlich hier alles vorangehen lassen. Also wir machen jetzt einen Molly. Fehlt mir ein Stoff und 4 Glas. Das sind schon mal 3 Glas. Das ist das 4. Glas. Ja gut, das ist nicht so viel. Ah, hier sind nochmal welche. Gut. So, Stoff. Ein einzelnes. Was essen muss ich gleich auch mal natürlich. Ganz stressfrei hier. Was habe ich denn? Achso, Kalium. Naja. Was will ich oben? Ich will erstmal einen Molly machen. Ich würde tatsächlich dann gerne noch mal ein paar Platinen vorbereiten in Möglichkeiten unserer derzeitigen Masse. Was dann quasi ...50 ist. Was kostet das Spaß? Lass uns mal Silizium. Da brauche ich auch sie für. Ja, Lithium und Perl. Lass uns mal unser Lithium, was wir haben, bearbeiten. Lithium. Perlen. Weil egal, was ich später nochmal machen möchte mit Platin, sei es jetzt ein Aufzug, sei es Upgrade, sei es der BKE-Brecher, ich muss die Sachen ja auch machen und da die ja auch alle einzelne Masse kosten, schlägt das natürlich gut zu Buche. Genug Energie da, ne? Na komm, lass uns mehr machen. Zack, 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 zack. Flop, flop, flop. Massenware. So, all unser Lithium ist jetzt verarbeitet. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na gut, das sind 5 Platinen, theoretisch. Das heißt, der BKE-Brecher wäre damit eine sinnvolle Option. Wir haben jetzt noch Masse. 16. Wir könnten jetzt noch mal kurz damit einmal Kondensator noch hinten dranhängen. Ne, Halbleiter meine ich. Aber darum soll es nicht gehen. So. Ich pack die Perlen sogar mal mit hier rein, weil ich brauche sie ja für nichts außer den Elektrokram hier unten. Gut, haben wir. Dann Molly abholen. Zack. Oh, eine Scheibe. Gut. Einen Granatenpfeil. Haben wir. Spitzhacke. Noch muss ich nochmal neu machen. Erstellen. Und Essen brauche ich. Zack, zack, zack. Zwei Stück reingehauen. Super Werte hier. Lassen wir kurz die nochmal durchlaufen. Ich könnte nochmal schauen. Reicht das für ein weiteres Dachelement? Oh, gerade so, nehme ich.
Dann setzen wir das gleich mit oben dran. Muss ich hier? Vielleicht sollte ich auch mal... Ich habe hier zwei freie Felder. Hast es nicht. Muss Kartoffeln anbauen. Ich sag die Hälfte, ne? Cool. Kartoffeln anbauen. Zwei Felder. Komm mal her. Zwei Felder voll mit Kartoffeln. Ich habe natürlich noch ein Feld, was ich manuell versorgen könnte. Aber egal. Das mit dem Alkohol hat halt ordentlich reingehauen. So, ich bin bereit für die Tour. Glaube ich. Was noch interessant wäre, wäre eigentlich hier. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Schau mal, dass wir die Brücke vielleicht fertig kriegen. Muss ich die Tiere noch versorgen? Wasser. Oh. Ja, ich muss. Zack, zack, zack. Alle glücklich, gib mir mal die Eier. Ich glaube, wir sind jetzt gerade nicht so gut dabei, was die Platinen angeht. Dass ich den BKE bringe. Dann lass uns die Tradition wahren. Ich bin mit meinen Staffelzielen fertig. Lass uns eine BKE brechen. Ich hoffe, ich bereue diese Aussage jetzt nicht. Wir dürften alles da haben. Wenn wir jetzt nochmal Lithium-Tour machen, Obsidian könnte tatsächlich das Problem werden. Definitiv sogar. Aber egal. Das Steak. Nicht das Steak, die Leber, bevor ich sie vergammeln lasse. Komm her. So, jetzt haben wir es. Wir haben auch mal vier Deckenelemente. Dürfte gleich schön an der Brücke geschmeidig sich anpassen. So, Tür zu. Zumindest die hintere. Kiste nehmen wir natürlich mit. Ich bin gespannt, ob sie jetzt schon ihr Kram nachgespawnt haben. Ob das einmal in 24 Stunden passiert oder ob ich länger warten müsste. Also einmal pro Tag. 24 Stunden sind ja, glaube ich, noch gar nicht rum, oder doch? Doch, nachdem ich es gelootet habe, schon. Da fehlt echt nicht mehr viel. Ach, schön. Auf geht's! Ja. Also wir werden jetzt regelmäßig losziehen und... Oh, da oben ist immer noch dieses... Ah, das Lithium da oben würde... Ich möchte mich jetzt nicht mit den Bären anlegen. Einfach, das ist zu viel Munition. Nährstoffe sind gut, ja. Bisschen Lithium farmen müssen wir nochmal. Wir müssen dann wahrscheinlich auch nochmal Barren herstellen. Das wäre jetzt eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen, da wir jetzt eh rübergehen, um noch was zu machen. Könnten wir theoretisch auch einfach ein paar Barren mit direkt drüben machen. Weil der BKE-Brecher braucht Barren. Ich lauf kurz. Bis gleich. Oh, das Wetter ist vielleicht ein bisschen umgeschwungen, aber sonst alles wichtig wie geregelt. Ich habe einen Stapel, riesen Stapel Eisen und einen auch recht großen Stapel Kupfer dabei. Werden wir bei den guten Jungs da mal ein paar Eisenbarren herstellen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie viel wir brauchen für den Brecher. Ein paar waren es, glaube ich. 10? Na gut, 10 war sportlich. Bin mir nicht sicher, ob das dafür war, aber wir haben alles da. Wir können sogar 10 Barren einfach machen.
Ich bin jetzt nebenbei dabei, Tauwerk durchlaufen zu lassen, da wir das ja auch komplett aufgebraucht haben mal wieder. Und wenn wir diese Brücke noch fertig machen wollen, das sind glaube ich noch drei Elemente oder so, schätze ich jetzt mal. Brauchen wir halt ein bisschen Tauwerk. Habt ihr davon, dass ich Silizium aufgrund meines Heimatvorteils sowieso ständig kriege, freue ich mich gerade sehr darüber, dass wir so viel davon finden. Hier, schlecht Wetter. Heute gibt es die ganzen neuen Erze. Spüre ich. Gleich haben wir... Wir schwimmen gleich in Lithium. Ah, herrlich. Allein diese Vorstellung. So. Eine Sache würde mich jetzt nochmal pauschal interessieren. Ja, darf ich das behalten. Wenn ich den BKE-Brecher einsetze, dann fliegt ja die gesamte Base von denen zusammen. Wie sieht das aus mit den Kisten innerhalb der Base? Gehen die dadurch quasi auch kaputt oder kann ich die quasi noch looten, weil für die Base drumherum weg ist? Komm her. Also ich gehe nämlich davon aus, dass ich das sowieso nicht mehr in dieser Aufnahmesession schaffen werde. Deswegen würde mich das halt einfach mal interessieren, ob ich für die Innentüren immer... alles mitnehmen muss. Oder ob sich das quasi mit dem BKE-Brecher auch erledigen könnte. Hallo, Fensterspiel. Nicht? Schade. Ob das im Weg überhaupt funktioniert? Wir werden sehen. Timer. Oh. Wow. Na, warten wir mal schauen, wo wir stehen geblieben sind. Alter, das Spiel stürzt echt nicht auf da. Wo sind wir? Bist du auf dem Rückweg? Mach Tauwerk. Ja, ist okay. Okay. Das ist ja geil. Ich mach das gleich einfach jetzt nochmal genauso und werde dann aber speichern. Vorher. Für den Fall der Fälle. Weil falls ich dadurch einen rekonstruierbaren Bug entdecke, lohnt es sich ja vielleicht, das sogar mal zu melden. Und witzig fände ich es auch. So. Mann, gut, dass ich mich nicht um diese Kiste hier geprügelt hatte. Jetzt wäre sie eh weg gewesen. Möchtest? Kein Problem. Das wollte ich schon immer mal machen. Ah, Fensterspiel. Okay. Komm, nochmal. Der Schuss ging durch ihn durch, oder? Ab.
Ja. Hat die Claymore wehgetan? Ärgerlich. Oh, das ist schön. Warte, speichern. Einfach nur aus Prinzip. Für uns alle, zum Lernen. Ha. Guten Tag! Ist der Loot wieder da? Nein! Oh, das ist betrunken. Ja, ist okay. Man sollte nicht so viel Blödsinn machen. Okay, der ist wieder da. Wieso ist die Kiste aber nicht? Ah! Interessant. Gut, wenn es danach geht, war es jetzt natürlich pure Verschwendung von Lebenszeit. Okay. Aber somit wüsste ich, man müsste jeden Tag vorbeischauen. Muss man nicht. Gut, weiß ich das zumindest. Sehen wir es vom positiven Aspekt, dass ich was gelernt habe. Davon ist Lithium. In der... waren die Sachen wieder da? Komisch. Naja. Wenn ich jetzt hier in der Nähe bleibe, können wir gleich nochmal reinschauen. Das ist nicht so wichtig. Okay, das war jetzt... Ah, das war schon ein bisschen knapp. Der ist ja sehr nah gekommen. Gut. So, weiter. Lithium-Tour. Ich wollte Metallbarren machen bei denen. Ich muss gleich nochmal rein. Dafür habe ich die Sachen noch extra mit. Wow. Welch Genie in mir schlummert manchmal. Gut, das ist jetzt Gedächtnis. Und Schusseligkeit. Ja, dann gehen wir da gleich nochmal rein. Machen uns ein paar Gratisbarren. Also gratis nicht, wir bezahlen ja dafür mit unseren eigenen Rohstoffen, aber. Ihr wisst, wie ich es meine. Aber ich wasche mir zur Sicherheit gleich nochmal die Hände. Nicht, dass wir gleich noch mit anderen Sachen Probleme kriegen, während ich da rumchille.
gut was essen, glaube ich, langsam. Bevor es vergammelt. Höchstausdauer gestiegen. Woohoo! Da fehlt auch nicht mehr viel bis zum Maximalwert. Aber da wäre ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir das jetzt noch erreichen. Das wäre also zweimal Supermahlzeit, dann hätten wir das natürlich erledigt. Aber mit den normalen Mahlzeiten, na, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, wie gut es klappt. Guten Tag. Na, ist wieder was da? Nö. Karte. Nee, komm, du kannst das Fett mal durchlaufen lassen hier. So, ab an die Werkbank. Und da. So, 10 Stück. Ist ja schon mal ein Anfang. So, an. An. Gucken wir mal, ob wir mehr machen können. Oh. Was sagen, das war ich nicht, aber doch, das war ich. Wie lange brauchst du? Oh, dauert schon so seine Zeit. Leider ein bisschen Angst, wenn ich jetzt weggehe, um nochmal nach Lithium zu gucken, drumherum, dass sie wieder die Tür reparieren hier. Bin mir nicht sicher, wie schnell sie dabei sind. Deswegen muss ich das mit den Barren auf jeden Fall abwarten. Ist ja noch an, ne? Lass uns doch mal ein Lachsfilet machen. Hier. Bevor der Ofen auch noch rausgeht. Appetit. Schön. Herrlich. So, ich kann sogar noch einen Barren anstoßen, wenn ich das richtig sehe. Ich wäre jetzt schon bei 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 sind wir Stand jetzt. Das ist der 14. Ich glaube, 15 Barren können wir machen. Das würde funktionieren. Mit ganz viel Glück, speziell was die Masse angeht, vielleicht auch ein 16. Also wir sind hier mit dem Strom nämlich absolut am Limit. Ich muss den Massegenerator gleich einmal abschalten. Ich hoffe, dass wir da noch genug... Also es tickt ja von alleine wieder hoch. Ah ja. Mach mal aus. Ja. Schade. Oh, pass auf, es ist unsichtbar. Schade.
Hallo? Ah. Der nächste geht auch noch. Okay. Nummer 16 kriegen wir hin. Ja gut, das geht natürlich massiv aufs Material jetzt für uns. Ich bin hier mit 200 Eisenfragmenten hin und habe nur noch 40. Oh wow, okay, ich habe welche von denen gelootet. 47 aber. Grundsätzlich hatte ich nur 200 dabei. Die machst du nochmal mit an. Okay. Ihr werdet richtig ausgenutzt von mir. Muss sich auch lohnen. Ja. Ich stehe den 17. als gesichert. Für Nummer 18 müssen wir nur auf Masse warten. Ach, solche Nummer 19 würde mir wahrscheinlich ein bisschen zu lange dauern. Und Strom ist alle. Na gut, Strom selbst tickt recht schnell wieder hoch. Deswegen lasse ich das mit dem Massegenerator einmal auslaufen. Wie brauche ich 50, ne? 50. Also nur 50 Strom hochticken lassen. Na komm. Ein ganz hart. Die Ungeduld. Oh, da ist er, ne? Yo, da ist er. 18 Barren habe ich da jetzt raus. 18! Da. Nice. Komm her. Ja, ich könnte jetzt auch warten, kriege ich den 19 auch noch raus, aber das muss ja nicht sein, dass ich jetzt so lange warte. Oh, warte, die Asche nimmt mit. Danke. So, wir sind bei einer Folgenlänge von 28 Minuten mit einem, zwei Abstürzen da drin. Das heißt, es müsste auch langsam dunkel werden. Das heißt, wir machen nochmal eine kurze Sprinttour durch die Felsen und gucken, ob Lithium dabei ist. Dann haben wir das für heute. Warte, wo wohne ich denn überhaupt? Da wohne ich. Das heißt, die Richtung. Um nochmal durch ein paar Felsen durchzugucken für Lithium. Da ist was. Aber ich glaube kein Lithium. Aber Metallschrott, das ist okay. Und das ist weg. Cool. Umso besser, dass es kein Lithium war, sonst wäre ich jetzt echt angepisst. Weil ich glaube, speziell mit Lithium, das wäre dann jetzt schon das dritte Mal, dass das passiert. Kuschelbärchen. Also er hat mich auf jeden Fall zum Fressen gern, habe ich so das Gefühl. Ah, Dunkelheit. Dunkelheit is coming. Okay, ich habe Ruhe. Das könnte Lithium sein, tatsächlich. Und? Jawoll!
weiß. Natürlich sind wir jetzt heute nicht sonderlich erfolgreich gewesen, man sieht es in Farben, liegt auch einfach daran, dass wir relativ viel mit der Base zu tun hatten, aber gibt Schlimmeres. Ich bin ja begeistert, dass wir überhaupt noch eins gefunden haben gerade. Nee! Ich glaube, der Bär wird mich umbringen. Ah, Eisen. Haben wir gerade relativ viel rausgehauen, wäre gar nicht so dumm, aber. Boah, wir haben zwei Lithium auf dem Haufen gehabt. Uhui! Weil das ist mir mit allen anderen Ärzten irgendwie auch schon mal passiert, aber mit Lithium, das ist richtig gut. Das Eisen nehmen wir jetzt mit. Geil. Der Lithium-Himmel auf Subsistence-Erden. So. Da ist was oben drauf. Das gucken wir uns noch an. Dann wechseln wir auf jeden Fall in die nächste Folge rüber. Wird sonst ein bisschen zu dunkel für euch. Okay. Zweimal Eisen. Also kein Lithium mehr. Gut, wir haben jetzt drei Stück auf diesen kurzen Marsch, das ist ja richtig gut. Genau. Alles fertig. Habe ich da noch was? Nee. Gut. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wie immer, lasst super gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.